Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Bros. Wonder. Wir sind wieder hier bei den Blüteninseln, werden die aber direkt verlassen, weil wir hier nichts mehr zu tun haben. Und dann die nächste Welt anfangen. Wir können uns eigentlich rein theoretisch entscheiden, wo wir lang gehen wollen. Ich gehe aber der Reihenfolge nach. Welt 4, wolkenlose Wüste. Und dann sind wir endlich mal in einer Wüste. Finde ich aber schön, dass dieses Mal nicht Welt 2 die Wüste ist. Und da ist wieder Bowser Jr. Ach du Heilige. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben. Aber ich jedenfalls nicht. Du Egoist. Solche Egoisten hasse ich. Aber ich muss sagen, die Wüste sieht verdammt cool aus. Eieieiei. Da ist gleich ein neuer Gegner unten rechts. Das finde ich sehr, sehr cool hier. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weiter Sand, so weit das Auge blickt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königssang geben. Puh, hier ist es aber ganz schön heiß. Aber wir müssen weitermachen. Drücke... Ja, gut, das kennen wir. Den Tipp. Aber ich finde der Weltenaufbau schon mal sehr vielversprechend. Warum gehst du jetzt nach links? Warum gehst du jetzt nach links? Ich habe mehrmals nach rechts gedrückt. Dann habe ich mal auf A gedrückt, weil das nicht funktioniert hat. Mit links drücken, also habe ich mal A gedrückt. Und dann bin ich zurückgegangen. Ist ja frech. So, darf ich jetzt nach rechts gehen? Danke, dass das funktioniert. Dankeschön. Danke, danke, dankeschön. Ich möchte meinen ersten Wundersamen haben. Oh, was ist denn hier? Das ist jetzt aber kein Haus hier. Achso, nur... Okay. Aber hier kann ich nicht so hoch springen, kann das sein? Das ist hier... Okay. Was ist damit? Kann ich das kaputt machen? Ja, kann ich. Okay. Jetzt haben wir hier eine schöne Oase. Naja, ja. Ich bin ja so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Oh, Prinz Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bitte bring uns das Wasser zurück. Und wenn er dir nützlich sein kann, nimm diesen Wundersamen. Welch üble Lage. Stell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins in der Wüste verwelken. Wir waren doch gerade beim Blüteninseln, da hättest du dir auch Wasser mitnehmen können, Prinz Florian. Ach Mensch, wenn wir schon, ja, zu einer Wüste gehen, dann denk doch mal nach. Aber okay. So, da sind wir jetzt hier. Obwohl, du bist auch noch hier. Prinz Florian, die Oase ist der einzige Ort in der wolkenlosen Wüste, an dem es noch Wasser gibt. Früher gab es rund um den Palast viel Wasser, aber bevor bevor dieser Fiesling alles geklaut hat. Auf die Oase werde ich aufpassen, aber bitte befreie unseren Palast. Das machen wir. Wo gehen wir zuerst lang? Da ist mal wieder ein Shop. Solltest du dich in der weiten Wüste... Ja, weiß ich. Den Tipp haben wir schon so oft bekommen. So, gut, ein neues Abzeichen habe ich gehört. 2-Stufensprung. Stimme mehrere Springen in Folge aufeinander ab. Wenn dein Timing stimmt, kannst du höher springen als normal, sogar auf Sand. Ist das der Dreifachsprung? Nehmen wir einfach mal. Und natürlich nehmen wir auch das hier. Inzwischen haben wir sehr, sehr viel Geld mal wieder ausgegeben, was ich sehr, sehr gut finde. Und wir holen uns noch 3 Pappaufsteller. Und zwar einmal Yoshi Schade. Also der gelbe Yoshi. Und hellblauer Yoshi geduckt. Nochmal ein Yoshi? Ja, der normale Yoshi. Pose. Alles klar. Warte, war da jetzt noch ein anderes Abzeichen? Gut, das können wir ruhig mal ausprobieren. Aber ich hatte das Gefühl, dass da jetzt noch ein Abzeichen war. Ganz hinten. Ich will mal kurz gucken. Nee, im Besitz. Das ist ja alles im Besitz. Alles klar. Gut. Alles klar. Gut, wo werden wir jetzt anfangen? Die Welt ist hier groß. Finde ich sogar sehr... Okay, hier taucht einfach ein Level auf. Mama, bahnfrei für die Armat-Bande. Let's go. Die Welt scheint wirklich groß zu sein. Naja, finde ich aber gut. Welt 2 und Welt 3 waren jetzt eher kleiner. Welt 1 war sehr, sehr groß. Und ja, Welt 3 soll jetzt wieder größer sein. So, ich guck mal jetzt wegen den Sprung. Ja, okay, das ist nicht ganz der Dreifachsprung. Hier ist Wasser. Jetzt nicht mehr. Okay, was kann ich mit denen machen? Rollen! Nein, ich will doch nur da hoch. Ich möchte da einen Krug hinstellen. Und auf diesen Krug will ich noch einen Krug hinstellen. Wäre das möglich? Nein.
Okay, dann ist das halt nicht möglich. Vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Ja, Elefanten Mario. Nehmen wir. Daisy. Wir sind aktuell noch Daisy. Aha, darum ist das Wasser da. Och nee, jetzt kann ich das hier nicht aktivieren. Och man, oh, schade. Aber okay. Hier ist eine einsame Röhre. Was die zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Das ist ja jetzt sowas. Muss ich jetzt nochmal hin? So, und nochmal. Jetzt wen noch ein drittes. Oh, natürlich noch ein drittes Mal. Ist ja was. Haben wir erreicht. Natürlich noch ein viertes Mal. Ich versuche mal das von hier aus zu erreichen. Klappt das? Nein, klappt nicht. Ja, so kann ich das nicht erreichen. Mann, was ist denn das? Das ist ja fies. So, das haben wir erreicht. Natürlich noch ein weiteres. Dafür muss es eine 10er-Münze geben. Würde ich mal schätzen. Aber ich kann das jetzt nicht mehr erreichen. Ist ja fies. Da. Oh, hier gibt's Wasser. Aber ich bin nicht mehr Elefanten-Daisy. Das. Oh, tatsächlich 10er-Münze. Nice. Das heißt, das Wasser bringt mir ja leider nichts. Ich habe noch den Bohrer da, aber. Den will ich jetzt eigentlich auch nicht aufbrauchen. Wie komme ich denn da hoch? Über den anderen Weg? Über rechts? Kann sein. Oder so. Okay, da ist. Warte, ich habe die Röhre hier noch nicht abgecheckt, aber da kommt nur Wasser raus. Da kommt nur Wasser raus. Also ein bisschen Wasser scheint hier noch da zu sein. In der Welt. Bisher finde ich das Level irgendwie auch strange, muss ich ehrlich sagen. Da ist gerade auch nichts mehr weiter. Gut, vielleicht hätte ich hier wirklich mit Elefanten Mario viel machen können, aber. Naja, habe ich halt nicht mehr. Daisy meine ich. Gibt's hier? Aha, okay. Krass. Ich habe halt gerade die Hoffnung gehabt, dass ich da vielleicht Elefanten-Outfit kriege. Aber natürlich nicht. Aber natürlich nicht. Na gut. Oh, weg mit dir. Tschüss. Die ersten Pokis, die wir generell im Spielverlauf hier zu sehen. Ja. Komm, hier gibt's doch Elefanten. Ja, danke, danke, danke. Warte, dann hier mal zerschellen lassen. Und schnell hier rüber. Wasser, Wasser, Wasser. Für eine lila Münze. Gut, diese lila, die Blumen hier sind halt für lila Münzen halt immer da. Daher, das ist ja dann nicht ganz so wild, wenn ich da die bisher ignoriert habe. So, zack. Was kommt da? Die Wunderblume. Okay, krass. Jetzt bin ich gespannt, was hier in der Wüste auf mich wartet. Was ist das? Alles viel schneller. Krass. Okay, das ist auch mal was. Gibt bestimmt noch mal eine Zeitlupenversion irgendwann mal. Als Wunderblume. Yay. Oh, 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 oh. Weg mit dir. Aber finde ich auch ganz gut. Umso schneller geht das hier alles. Müsste ich vielleicht auch mal ein bisschen schneller reden. Dann versuche ich mal ein bisschen schneller zu reden, damit ich mich dem Level ein bisschen angleiche. Das wird jetzt hier ein bisschen schwierig, da wirklich Elefanten-Outfits zu treffen. Gut, dann haben wir halt jetzt hier das hier. Oh, das habe ich ja gleich wieder verloren. Na toll. Das finde ich aber jetzt ein bisschen doof, aber egal. So, jetzt haben wir das hier eingesammelt. Dann sammeln wir noch schnell hier diese Lila-Münzen ein und gucken mal, wo hier noch Wundersamen sind. Und natürlich auch die 10er Lila-Münzen, die müssen wir natürlich auch noch kriegen. Die müsste ja irgendwo sein. Da sind ein paar Röhren. Was machen die Röhren? Die machen doch gar nichts. Warum sind da jetzt so ein paar Röhren. Das finde ich jetzt verwirrend, aber egal. Wir laufen einfach mal weiter und gucken mal, was wir hier noch so erreichen können. Okay, lila Münzen. Die sammeln wir mal ganz schnell ein. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ja, gefährlich. Und da haben wir den Wundersamen. Und jetzt ist hier wieder alles normal. Ja, gut. Haben wir das auch erledigt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben einiges verpasst. Wir haben so einiges verpasst. Hä? Warum haben wir so viel verpasst? Okay. Also die erste 10er Münze haben wir, aber alles danach? Das finde ich crazy. Das finde ich sehr, sehr crazy. Gut, ich habe viele Blumen nicht gegossen. Vielleicht gibt es dafür doch mal eine 10er Münze. Das kann natürlich sein. Ich bin aktuell klein. Das macht nichts. Ich gehe gleich nochmal rein. Und werde einfach mein Reserve-Item nutzen. Und dann kriege ich ja gleich Elefanten-Daisy.
So, ich werde mal anderes Abzeichen nehmen, weil das, was ich gerade habe, finde ich ein bisschen störend. Ich nehme mal das hier. Und dann gucken wir mal, wo die Münzen sind. So, Item her. Dann kriege ich da nämlich gleich Elefanten. Daisy, hoffentlich. Danke. Gut. Das ist doch nicht wahr, gleich verloren. Na toll. Nochmal neu starten. Oh, hier kriege ich noch einen zweiten Elefanten-Outfit raus aus der Einblume hier am Anfang. Na toll. Das ist ja umso belastender, als ich da vorhin kein Elefanten-Outfit mehr hatte. Wow. Habe ich diese Röhre nicht abgecheckt? Ernsthaft? Ich habe diese Röhre nicht abgecheckt. Na toll. Okay, das ist natürlich belastend. Das war knapp. Das ist ja belastend, dass ich diese Röhre nicht abgecheckt habe. Kurz nach der Halbzeitflagge war das direkt. Okay, ich bin wieder an der Zielflagge und es fehlt... Die zweite... Oh, die zweite fehlt. Okay, gut, dann hätte ich mir jetzt schon ein bisschen Arbeit ersparen können. Okay. Krass. Oh. Hier in diesem Block ist random einfach eine Blume, die einen nach oben führt. Ja, moin. Naja, wenigstens habe ich jetzt alles. Gleich zumindest jetzt. Wäre ein bisschen belastend gewesen, wäre ich jetzt hier einfach so runtergefallen, ohne die Münzen einzusammeln. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Ich renne hier einfach mal durch. Hier komme ich gerade nicht weiter. So, zack, der Sprung. Der hilft dir ungemein, um schnell im Ziel zu sein. Ja, da sind wir jetzt und das haben wir jetzt erledigt. War jetzt tatsächlich kein einfaches Level. Macht schon mal einen guten Start in die Welt. Vor allen Dingen die lila Münzen fand ich jetzt nicht so einfach. Gerade die zweite jetzt eben, die fand ich auch ein bisschen random, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Letztendlich haben wir alles erreicht und Secret Exit haben wir auch nicht. Was ist mit dir hier unten? Was ist das generell? Du wirst mir das vielleicht erklären. Was ist denn das für ein Ding? Ziemlich merkwürdig. Ich kann dir sagen, und das kann ich dir sagen. Und es gibt noch hier noch zwei weitere Platten, die genauso aussehen. Ich überlege jetzt schon eine ganze Weile, was das damit auf sich haben könnte. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Verschnaufspause, Höhenschatz. Mama, kurz eine Atempause. Sie sind zwar Zwillinge, aber Luigi ist größer und etwas jünger als Mario. Er ist jünger? Ernsthaft? Gut zu wissen. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay, da brauche ich dieses Item. Ah ja, genau, man sieht es ja schon unten. Dass wir da jetzt durch müssen. Ja gut, sieht ganz cool hier aus. Ja, schön. Da ist der Schatz. Da ist der Schatz. Da ist der Schatz. Ist hier drin. Ah, lila Münze, okay. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Ja, die Verstaubspausen sind hier verdammt einfach. Die sind verdammt einfach. Aber das ist ja eigentlich auch ganz schön. Ich bin ein großer Fan dieser Verschnaufspausen, weil die heißen ja auch Verschnaufspausen und das ist ja vom Prinzip her echt cool. So, dann gibt es da nochmal so eine Platte. Okay, gut zu wissen. Ist hier irgendwie was? Es sieht hier ganz... Ach, guck mal, da! Noch eine Verschnaufspause. Hoch die Bühne. Okay. Hoch die Bühne, hoch die Bühne. Springen genau im Rhythmus. Versucht den ganzen Level lang dem Beat zu folgen. Als Silhouetten-Level. Okay. Okay. Cool. Achso, wir haben das jetzt schon geschafft. Okay, das war irgendwie cool. Das war cool, das war cool. Im richtigen Moment muss man springen, um hochzukommen. Ganz nice. Hätte man vielleicht auch mit einem Abzeichen vielleicht, ich sag mal, ein bisschen cheaten können, aber ja. Und sonst ist hier weiter nichts. Nee. Da ist auch nochmal so ein Fragezeichen. Aber was ich mit denen genau machen muss, keine Ahnung, keine Ahnung. Es war hier hinten noch ein Level. Warte, hier vibriert mein Controller. Hier geht's rein. Tanz der Ninjas. Da mal ein Level. Oh, krass. Da machen wir jetzt noch dieses Level und dann ist der Part auch schon vorbei. Tanz der Ninjas. Komm, wir hatten das Abzeichen schon länger nicht mehr. Nehmen wir mal wieder. Feuer bitte kannst du auch werfen, wenn du dich duckst. Echt? Okay. Ist das jetzt wieder Musiklevel? Komm ich denn daran?
Warte mal, warte mal. Jetzt! Yes! Haben wir erreicht. Ah, oh, eine Wunderblume. Ich bin jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger, weil es ein Musiklevel ist. Okay. Bist ja ganz interessant. Achso, ich muss im Rhythmus springen. Die zieht sogar mit. Schade. Eins. Zwei. Drei. Oh, ich bin mit Rhythmus, bin ich überhaupt nicht gut. Eins. Zwei. Nein! Mann. Zwei. Drei. Ah, zu früh. Eins. Eins. Oh. Boah, ich bin jetzt so schlecht da drin. Boah, nee. Das ist ja ganz schrecklich bei mir. Ja. Oh, cool. Nice. Ah, jetzt habe ich das wieder verhauen. Cooles Level. Sehr, sehr cooles Level. Oh, wieder zu früh. Das ist nicht einfach im Rhythmus zu springen. Ah. Kann die auch besiegen, die Ninjas. Nein, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Nein, zu spät. Warte. Ich bin auch im Real Life nicht mit Rhythmus. Also überhaupt nicht. Bin ich nicht gut drin. Überhaupt nicht. Schon im Musikunterricht war ich das nie. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah, okay. Egal. Andere machen es besser als ich. Oh, nee, ey. Yes? Ah, sieht schon wieder besser aus. Nein! Okay, das ist ja wundersam. Es war nicht einfach. Es war echt nicht einfach. Es war echt nicht einfach. Aber war irgendwie trotzdem ganz cool. War eine coole Idee. Für die man ein bisschen mehr Skill als ich haben braucht. So muss das irgendwie sein. Tanzer Ninjas. Ninjis. Nicht Ninjas, sondern Ninjis heißen sie ja. Haben wir trotzdem abgeschlossen. Ja, zumindest ein schönes Bild. Wenigstens das. Und da gibt es wahrscheinlich kein Ziegedreck. Oder gibt es da eins? Ich glaube nein. Eins, zwei, drei. Spring. Du bist ja toll im Rhythmus. Wir haben als Auszeichnung sogar dieses Rhythmus-Sprung-Abzeichen bekommen. Was? Möchtest du es gleich verwenden? Später. Okay, krass. Das war. Das war ein Abzeichentest? Ernsthaft? Ich bin jetzt verwirrt. Egal. Da haben wir eine 10er-Münze ausgelassen. Ernsthaft? Ernsthaft? Wo war die denn bitte schön? Ich hatte gerade so einen guten Lauf. Ich glaube, ich habe den mal mit reingeschnitten. Um euch mal einen besseren Lauf mal zu zeigen. Und jetzt läuft es auch besser. Ich muss mich einfach ein bisschen mehr konzentrieren. Wenn man so nebenbei noch redet, dann ist das schwierig. Und ich... Ah! Man muss auch fantastisch sein, damit das da oben aufgeht und man da an die 10er-Münze rankommt. Jetzt bin ich wieder am Labern. Jetzt habe ich wieder mehr Probleme. Nein, zu früh. Mann. Warte kurz, warte kurz. Eins und zwei und drei und vier. Ach, Mann. Und eins und zwei. Nee. Und eins und zwei und drei und vier. Und wir haben sie. Sehr schön. Und ab ins Ziel. Ab ins Ziel. Okay, trotzdem fand ich das Level sehr, sehr cool.
sehr innovativ und mir hat's sehr doll gefallen. Von daher bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Tschüss. Do 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 do.